Hallo und herzlich willkommen erstmal zum heutigen Rap One Video. Und zwar befinden wir uns heute hier in Hamburg im Popeyes, Sportstudio Popeyes. Wie ihr seht, ich trainiere Beine, aber kein gewöhnliches Beintraining, weil in einem gewöhnlichen Beintraining, habt ihr wahrscheinlich auch schon x-mal von mir gesehen, mache ich immer um die 5 bis 6 Übungen insgesamt. Und heute will ich mich beschränken auf 2, vielleicht noch 3, aber eigentlich eine Hauptübung, und zwar Kniebeugen. Aber Kniebeugen in den unterschiedlichsten Varianten. Wie ich dabei vorgehe, das erzähle ich euch im Training Schritt für Schritt, dass ihr es mal nachtrainieren könnt. Wenn ihr mal woanders trainieren müsst, wenn ihr mal zu Hause trainieren müsst, wenn ein zweiter Lockdown kommt, Gott bewahre, aber wie auch immer, wenn euch die Hände vom Equipment gebunden sind, weil so eine Beinpresse hat dann doch nicht jeder zu Hause, dann kann man mit Kniebeugen schon gut auf seine Kosten kommen. Warum machst du den ersten immer nur so Viertel oder Halb? Das ist einfach eine Sache der Gewohnheit. Ich kontrolliere dann nochmal meinen Stand, stelle mich richtig und dann fange ich an, meine saubere Bewegung zu machen, weil das, bei mir ist das so im Kopf manifestiert, das muss wie so ein Ablauf sein. Dann das Wichtige, was ich ganz, ganz wichtig finde, tun mir immer wieder die Kniegelenke weh, wenn ich das sehe bei anderen. Immer auf die Ferse konzentrieren. Ihr müsst das Gewicht möglichst aus der Ferse hochdrücken. Also ich hebe gedanklich sogar meine Zehenspitzen an, damit ich das Gewicht schön aus der Ferse hochdrücke. Hat auch wieder was mit Maschinenbau zu tun, mit Hebelgesetzen, Hebelwirkung. Und zwar, wenn ich hier aus der Ferse drücke, dann gibt das eine Kraftachse in den Quadrizeps. Wenn ich jetzt aus dem Fußballen drücke, dann geht die Kraftachse über die Kniescheiben. Und das ist das, was wir nicht haben wollen. Oder über Patellasehne. Deswegen schön auf die Ferse achten, dass du nicht so weit nach vorne drückst. Mein System wird heute so aussehen, ich mache erst Frontkniebeugen, steigere mich da wie so ein Pyramidensystem. Wenn ich merke, okay, Front geht nichts mehr, dann mache ich normale Kniebeugen, steigere mich weiter mit dem Gewicht. Und wenn ich dann merke, es geht nichts mehr, dann reduziere ich das Gewicht etwas und mache langsamere Wiederholungen. Mehr in diesem Prinzip Time and Attention. Anhalten, sauber rausdrücken. Und somit habe ich schon 1, 2, 3 oder 4 Trainingssysteme in einem. Also wir haben uns das mal im Internet gekauft, das ist zur Frontbeuge und das ist einfach perfekt. Du legst jetzt hier die Stange drauf mit deinen Gewichten, ja, und du brauchst das nicht mehr weiter kontrollieren. Ja. Du hältst einfach nur hier fest, ja, stabil festhalten, und dann kannst du ganz stabil runtergehen und brauchst keine Angst mehr haben, ja, dass dir das Teil wegrutscht. Ich habe immer die Probleme gehabt früher, ja, wenn ich das auf der Schulter hier drauf hatte, dass mir das immer weggerutscht ist. Da musste ich immer Kraft einsetzen. Ich werde 60 dieses Jahr. Krass. Und du machst noch Frontkniebeugen? Ja. Okay, wie hoch gehst du da so? Ach, ich mache nicht mehr 74, 80 Kilo maximal. Okay. Ich bin durch, ich kann das nicht mehr. Dafür bist du aber hier auch mal, ne? Ich mache seit 14 Lebensjahr Intensivsport, weißt du? Also eigentlich würde ich mal sagen, wenn ich mit 60 so aussehe wie du, dann bin ich glücklich. Das wirst du schaffen. Wenn du weiter so trainierst, schaffst du das. Ich schiebe ein. Nein, aber wie gesagt, kannst du das gerne aus. Danke. Probier das gerne mal aus und dann guckst du dir das mal an, wie das funktioniert. Gut, habe ich nicht versucht. Hast du schon mal mit einer Safety Bar gebeugt? Ist auch cool. Nee. Das sind diese Langhandelstangen, die so gehen, haben so eine, wie so ein U, gehen dann so weiter. Das heißt, die legt sich hier rein, der Schwerpunkt zieht sich nach unten. Ja, verstehe ich. Und du hast vorne noch Griffe dran. Aber hinten normal Beuge, ne? Normal hinten Beuge. Ja, genau. Ja. Du hast dann so Griffe dran, das heißt, die kenne ich auch. Du hältst dann so die Griffe fest,
Das U liegt im Nacken und die Stange zieht sich nach unten. Aha. Und dann kannst du so Kniebeugen machen. Auch ganz cool. Ja. Also vielleicht auch nochmal eine Anschaffung wert. Ja. Aber das probiere ich gerne aus. Ja, probier das gleich mal aus. Was hast du jetzt drauf? 70 oder was hast du drauf? Was ist die blaue? 20er, ne? 80, 100, 120, 130, 140, 50. 50 sind das. 150. Ja. Aber wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja, Stange hat 20, nicht ganz 20. 19 vielleicht. Das sind 30. Das sind 60, 80, 100, 120, 130, 140, 145, 150. 150 okay. Kilo. Also, so viel zu meinem System. Ist das richtig so für dich? Ist das richtig? Ja, genau. Ja. Schön randrücken und dann versuchst du das mal. Ja, mit der Unterstützung kannst du da noch eine 10er drauf machen. Vielleicht wirst du erst einmal ohne Stangen, um das mal auszuprobieren, damit du siehst, wie das funktioniert. Kannst du mir mal so eine 10er geben? Ja. Wirst du hier eine drauf machen, ja? Ja. Nee, ich meinte so, willst du vielleicht einmal ohne Stange, um das einmal einfach... Mach ich, ja, mach ich. Mach das mal, das ist ganz sinnvoll, um das einfach mal zu probieren. Ah, fühlt sich gut an. Ist ein bisschen ungewohnt wegen der Balance. Ja, es ist ungewohnt. Du musst gucken, dass die Balance ist. Deswegen sage ich das. Aber ich kann mich gerne hinterstellen, wenn du möchtest. Ich kann gerne Sicherstelle machen. Wie du möchtest, ja. Also, dann haben wir jetzt hier 60 drauf. Also, das ist mir zu schwer zum Probieren. Ja, dann ist gut. Okay. Mach lieber. Man lernt immer wieder dazu, ne? Aber jetzt muss ich das einmal schaffen. Also 70 in der Front ist schon stark. Wie willst du machen? Wie viel Wiederholung? Ah, ich weiß noch nicht genau. Ja, okay. 5, 6. Normal, wenn ich gut im Saft stehe, mache ich da halt schon 10. Mit 70 in der Front. Mit so 150, 160 Front. Ja. Ist eigentlich so normales Trainingsgewicht. Ja. Von der Kraft in den Beinen war es easy. Ich habe mich im Oberkörper unwohl gefühlt. Liegt wahrscheinlich daran, aber ist keine Ausrede. In einem Hotel gab es kein Frühstück, sondern nur vorportionierte Frühstücke. Das heißt, ich habe so ein olles Brötchen gegessen, was ich nie esse. Mal esse ich morgens Rührei mit Haferflocken oder Reisflocken. Boah, nicht mein Ding. Ne? Test nicht bestanden. Also pass auf, ich wähle das aus meiner Sicht aus, meiner Maschinenbausicht. Ihr hängt das Ding hier ein. Das Gewicht liegt hier drauf, zieht nach vorne und immer wenn etwas nach vorne zieht, braucht das Ding ja ein Gegenlager, ein Widerlager. Und das Gegenlager ist hier. Und im Maschinenbau heißt es immer, ein Moment entsteht, Kraft mal Hebelarm. Das heißt, die Kraft drückt hier drauf, hier ist das Lager und es zieht nach vorne, drückt mir quasi den Bauch rein und krümmt mir dadurch die Wirbelsäule. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Das heißt, ich habe ein ganz großes Biegemoment hinten auf der Wirbelsäule, weil das so reindrückt. Wenn ich die Stange hier drauf lege, dann liegt die fast auf meiner Wirbelsäuleachse. Das heißt, ich habe viel weniger Hebelarm und ich habe kein Widerlager, kein Gegenlager, weil die Stange liegt genau hier drauf und ich kann runter und hoch gehen. Hier das zieht so, zack, und das drückt sich in euren Brustkorb rein. Von daher ist es lieb gemeint, aus meiner Sicht nicht zielführend. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Weil, ich habe es gerade erklärt, wenn das Ding auf der Schulter liegt, zieht mir das nach vorne und drückt hier rein. Korrekt. Und erzeugt in der Wirbelsäule ein Drehmoment. Das kann sein, wenn du mit zu hohem Gewicht trainierst, ist es gut möglich. Bei meiner Belastung 70 maximal 80 Kilo, genau. Habe ich nie Probleme gehabt. Du hast eine andere Zielsetzung, ja. Weil du willst gerne Frontkniebeugen machen, genau. Aber du sagst ganz einfach, du kannst es nicht mehr ablegen. Ist richtig. Deswegen sagst du, okay, mach meine Frontkniebeugen, dann einfach dementsprechend leichter und komm trotzdem hiermit ganz gut klar. Ja. Aber das, was du natürlich sagst, ist absolut richtig. Es drückt hier rein, das merke ich auch schon bei 70 Kilo. Muss ich sagen, merke ich auch schon. Aber da ist der Schmerz und die Belastung das nicht so hoch, als wenn du mit 140. Ne? Reindrücken ist nicht schlimm, das heißt irgendwie Luft abdrücken, das ist kein Problem, das ist nicht schlimm. Das Schlimme ist dieser Drehmoment, der dadurch entsteht. Ja, ne? ja. Wenn du hier hast du keinen Drehmoment. Ja. Ne? Und das ist eben... Ja gut, das ist natürlich ein Argument, was passt, aber das muss man für sich alleine entscheiden. So ja? muss man für sich alleine Jeder entscheiden. Jeder auf Bedarf. Genau. Ne? Ich könnte mir vorstellen, gerade für Mädels ist das auch gut, weil Mädels beugen ja nicht schwer.
Aber Mädels haben ja keine Schultern, wo sie ablegen können. Die sind ja nur so zart beseitet. Das wird jetzt. Also nicht alle, um Gottes Willen. Mädels beugen nicht schwer, Mädels haben keine Schultern. Da wird aber hier der Sexismus-Experte mit der Polizei in die Ecke kommen. Okay, jetzt kommt vielleicht der eine andere sagt, du gehst ja gar nicht richtig runter, ist auch nicht unbedingt immer notwendig. Und zwar unterscheidet sich das Bodybuilding-Kniebeugen ganz stark von Powerlifting-Kniebeugen. Ihr müsst mal darauf achten, ich gehe langsam und kontrolliert runter, sodass in der Runterwärtsbewegung der Muskel arbeitet. Dann halte ich ganz kurz an und drücke wieder aus möglichst fast ruhender Belastung wieder nach oben. Die Powerlifter-Kniebeugen, da liegt die Stange meist viel weiter hinten. Die lassen sich runterplumpsen, gehen dann bis in die volle Dehnung. Das heißt, dass die Unterschenkel, Oberschenkel schon physikalisch so ein bisschen aufeinander drücken. Dann wird das Gewicht wieder ein bisschen verringert und drücken dann mit voller Kraft nach oben. Ist mir aber alles egal, auch egal, was Leute reden, sondern hier bei uns ist nur wichtig, dass die Muskeln wachsen. Deswegen achtet auf die Ferse, macht möglichst langsame Bewegungen, kontrollierte Bewegungen, müssen nicht ganz tief sein. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich jetzt, Matze? 85 pro Seite, 8, 16, 60, 70, 70 8, 90. 190, ja. Schön kontrolliert und schön auf die Ferse drücken und dann wachsen auch die Oberschenkel. Manchmal, da ist nur Kopfsache. Wenn jetzt irgend so ein Hi-Opa hinter mir gestanden hätte, hätte ich sicher noch zwei, drei gemacht. Aber ich verspreche euch, macht das mal nach. Ich habe schon ungefähr 5 Sätze Frontkniebeugen gemacht und bin dann direkt im schweren Gewicht, ohne leicht zu anzufangen, auf das normale Hex-Squat gewechselt und das ballert rein. Also macht euch nicht lustig, weil das jetzt nur 180, 190 Kilo sind, sondern das ist ein ganz anderes Gefühl. Also wenn ich ausgeruht herkomme, mache Kniebeugen, 210, 220, 230, ist für mich jetzt nicht das große Problem, wenn mir jetzt nicht gerade ein Körnerbrötchen im Bauch hängt, quer hängt. Probiert es aber gerne mal aus. So, für mich war es das mit dem Schweren schon. Ich habe jetzt ungefähr schon 10 Sätze gemacht. Front, normale Hex-Squats. Jetzt mache ich leichter, mache weiterhin Hex-Squats, aber Time and Attention. Ganz langsam. Anhalten, wieder rausdrücken. Let's go. Ein noch. Und jetzt, last but not least, kommt die letzte Disziplin. Und zwar ist das normale Hex-Squat, aber mit so einer fashion Seilunterlage hinten, mit so einem Keil unter der Ferse. Die Füße eng zusammengestellt, relativ eng.
und dann schön saubere Kniebeugen machen. Nichts Spektakuläres. Das Gewicht natürlich dementsprechend reduziert, dass ich jetzt nochmal so alles rausholen kann aus der Muskulatur. In diesem Sinne, ich mache danach noch ein bisschen Waden. Vielleicht mache ich 2-3 Sätze Strecker. Aber im Großen und Ganzen war das, was die Message, die ich euch rüberbringen wollte, einfach mal dieses Programm zu probieren. Die haben wir hiermit erfolgreich fast beendet. Gleich. Line. I can see the pride coming up out your eyes. I'm not surprised. How can I do this? You sound like Judas, can't fight in the doula. I see mountain trying to move her. You live for the moolah. That's kind of cool. I'm frying the noodles. You pray to Buddha. I bow to Yeshua. I ain't that foolish. No. I've been on the road too long. The pro tools broke, but folks who hope. They got anxiety, but cope with dope. Why you think they listen to NF? Why you think we go to service? Never hear the message. Attention span gone. The Instagram one. We give the bread off for lights to get on. We build a kingdom. So, ihr Lieben, das war mein kleines Beintraining. Mal etwas anders. Nicht mit vielen Geräten, sondern eigentlich fast ausschließlich mit einer Übung. Bis auf das Beinstrecken und Waden hinterher. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich genieße jetzt den sonnigen Freitag. Fahre jetzt nochmal schön zu meinem Sponsor, zur Firma ESN. Guck mal da in den Lagerstätten. Das inspiriert mich immer sehr, weil ich ja, wie gesagt, so ein bisschen Maschinenbauer bin und die haben eine riesen Produktionsstätte. Mega interessant für mich. So ein bisschen das Technikparadies. Da fahre ich jetzt hin, dann geht's nach Hause, weil ich habe ja schon ein paar Tage so hinter mir, wegen Jägerprüfung etc. Freue ich mich auch auf meine Familie, um mit denen heute Abend mal anzustoßen, mit dem kleinen Foodie Way. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Tim.